Es gibt wieder neue News und dieses Mal zur Tinbox. Ja, es gibt neue News und zwar zur Tinbox und nicht ganz nur zur Tinbox, aber da kommen wir natürlich gleich zu. Und wir gucken gleich, wir sehen hier, es sind 4 Karten bekannt gegeben worden, die eben in der Tinbox drin sind. Und wir sehen natürlich hier, Nummer 1 ist der göttliche Zeus. Ja, was soll ich dazu sagen? Super starke Karte, super coole Reprint und viele sagen, dass die Karte zu stark ist, viele sagen, nee, die ist genau richtig, um Exit zu supporten. Naja, letzten Endes ist es eine spielstarke Karte, die jetzt reprintet wird in der Tinbox und daher garantiert nicht von der Banlist gehittet wird, es sei denn, sie verschieben die Banlist so lange bis kurz nach der Tin. Okay, das wäre natürlich ein bisschen arschig, aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass die Banlist halt kommt und das Ding hier eben nicht hittet. Ist auch klar, eine spielstarke Karte, aber kann man nicht im jedem Deck spielen. Das ist natürlich schon mal der eine Punkt, warum diese Karte natürlich verbannt wird. Und zum anderen supportet sie halt wirklich Exit-Decks und macht halt Decks, die einigermaßen okay sind, wieder metatauglich. Ich sag nur, so Decks, ne? Und es sind ebenfalls 3 neue Karten bekannt, beziehungsweise die Karten sind bekannt gewesen schon aus dem OCG, aber die sind jetzt bestätigt, dass sie eben bei uns ins TCG kommen. Und man muss sozusagen, in OCG ist das ein eigenes Set, also im eigenen Set kommen die raus, bei uns kommt das wohl anscheinend gestückelt. Man wird sehen, ob das Ganze dann irgendwann überhaupt als Set zu uns kommt, mit den anderen Karten, weil es gibt noch mehr Karten als die. Und ja, wir gucken uns einfach mal an. Und zwar die erste Karte ist eine Blue Eyes Support Karte und erinnert sehr an dunkler Magier Support. Also im Sinne von, das ist quasi, ja, einfach die dunkle Magier Falle nur für Blue Eyes mit einem Tick schlechter, aber einen Tick besser. Aber wir gehen mal rein. Wir können nur einen der folgenden Effekte machen. Spezialbeschwörer ein Blue Eyes von deiner Hand oder Friedhof. Ja, das kann die Dark Magician Karte auch. Setze direkt von deinem Deck eine Zauber- oder Feinkarte, die explizit bläuäugiger weißer Drache im Text hat. That has a different name from cards you control and in your graveyard. Das heißt, die Karte dürft ihr nicht schon kontrollieren oder eben ja im Friedhof haben. Aber so kann man gewisse One-Offs spielen und natürlich hat Blue Eyes sehr viele Karten, die dafür interessant sind. Man kann halt viele, also Blue Eyes Namen haben mehr Karten als dunkler Magier Namen, beziehungsweise halt, die man suchen kann durch die Falle. Dann gehen besser, aber schade und es geht noch weiter. You can only use this effect of her once per turn, das heißt, klar, hard once per turn halt, du kannst nicht beide Effekte gleichzeitig machen, aber je nachdem, was ihr braucht, könnt ihr das machen. Und dann noch folgendes, Blue-Eyes Monster in deiner Monsterzone können nicht gezielt werden von gegnerischen Effekten. Bei dunkler Magie ist es unberührt, hier ist es nicht zielend. Ist okay, ich finde unberührt natürlich besser, aber naja. Wenn diese offene Karte von der Zauber- und Fallenkartenzone auf den Friedhof gelegt wird, zerstöre alle Monster, die du kontrollierst. Ist genauso wie bei dunkler Magier. Das heißt, Blue Eyes wird jetzt dunkler Magier-Style. Ich fand es immer cool, dass Blue Eyes wirklich eine ganz andere Spielstrategie hatte als eben dunkler Magier. Jetzt hier entscheidet man sich dazu, irgendwie dunkler Magier und Blue Eyes anzupassen. Finde ich sehr schade, weil ich fand schon cool, dass es komplett verschiedene Spielstrategien waren. Man wird sehen, was in Zukunft noch für Support kommt. Was aber auf jeden Fall in Zukunft kommt, ist dunkler Magier Support. Und zwar diese schöne Karte. Ist eine super spielstarke Karte für dunkle Magier. Und zwar folgendes. Wenn diese Karte auflöst, also aktiviert und sie resolved, dann kann ich ein Eternal Soul setzen, direkt vom Deck. Und das ist die Fallenkarte, die ich die ganze Zeit erwähnt habe bei Blue Eyes. Eternal Soul ist die Karte, die eben das Ganze macht, was ich eben für Blue Eyes vorgelesen habe, nur quasi für dunkle Magier und vielleicht noch ein bisschen besser. Wenn eine normale Spezialbeschwörung von einem dunklen Magier oder mehrere oder dunkles Magier-Mädchen verstanden wird, ich kann eins der Monster, you can target one of these monsters, special summon one from the graveyard, one Dark Magician or Dark Magician Girl. Je nachdem, welches wir beschworen haben. Also wenn wir dunkles Magier beschwören, dürfen wir ein dunkles Magier-Spezial beschwören und umgekehrt natürlich. Dunkler Magier-Mädchen hat man meist nicht gespielt. Man muss dazu sagen, dass es jetzt mit Souls die Option gibt, sie reinzulegen, mit dieser Karte sie spezial zu beschwören und dann mit der Draw-Karte noch mehr ziehen zu lassen. Lässt vielleicht jetzt ein dunkler Magier wirklich One of Dark Magician Girl spielen. Also man wird es vielleicht jetzt einmal spielen eben. Man wird sehen, aber you can only use each Effect of once per turn. Das ist auch sehr cool, weil das heißt einfach, wir können beide gleichzeitig nutzen. Das heißt, wir können sowohl uns Eternal Soul direkt vom Deck setzen. Sehr geil, kann nicht geasht werden. Super cool.
Und zusätzlich, ja, Spezialbeschwörung von Friedhof. Ist sehr, sehr gute Karte, macht dunkle Magier sowas von viel besser. Natürlich ist es immer nicht das Top-Tier-Deck an sich, nur wegen der Karte. Aber der Ansatz ist gut. Dunkler Magier wird dadurch deutlich, deutlich stärker. Und weiter geht's. Und zwar, wir haben hier eine permanente Zauberkarte. Das ist übrigens die letzte bekannte Karte in der Tinbox. Wie gesagt, alle Karten, die ich bisher gezeigt habe, kommen in der Tinbox vor. Ja, Zeus ist vielleicht die wichtigste, interessanteste, weil das die Reprints ist. Aber die drei OCG-Karten sind ebenfalls in der Tin, was sehr cool ist. Und wir machen weiter. If you normal or special summon a non-token normal monster, ja, natürlich wichtig, sonst kann man hier Token abusen, you can draw one card. Ja, schon mal ganz nett. Aber deswegen die Karte zu spielen, ist jetzt noch nicht so sinnvoll. When one of the falling monsters you control declare an attack and battles an opponent's monster, only the end phase the monster gain attack, a kill to the attack of your opponent's monster. Sorry, mein Englisch ist nicht the best. Und ja, das ist schon mal sehr cool. So quasi ein Aufrichtig-Effekt ist ganz cool. Aber ich muss mal gleich sagen, es ist keine dunkle Magier-Karte explizit. Ja, natürlich, es ist für dunkle Magier geschrieben. Ein normales Monster, was nicht in Token ist. Okay, ne, ist natürlich an Blue Eyes und dunkler Magier gekoppelt. Aber, ja, es hat nicht dunkler Magier-Namen. Dementsprechend ist es auch nicht searchbar. Und dementsprechend ist sie quasi generic. Ja, okay, weiter geht's. Was können wir da noch? A Level 5 or higher Normal Monster. A Richest Summon Monster that used a Normal Monster. Okay, ist auch cool. Or a Fusion or Synchro or Exceed Summon Monster that used a Normal Monster as Material. Ja, das ist eigentlich okay, ne? Also das ist halt, eins dieser Monster muss halt angreifen, damit dieser Effekt ist. Ein Aufrichtig auf dem Feld, Draw ist, ja, der ist halt nett, aber deswegen würde man halt keine Karte spielen. Außer es ist nicht Once per Turn. Dann, natürlich, dann würde man diese Karte spielen. Aber es ist halt, ja, Once per Turn. Und ja gut, Level 5 oder Higher Normal Monster, wie gesagt, Blue Eyes geht, Dunkle Magie geht, alles geht. Ritualbeschwörendes Monster, ja, die haben halt Ritual Monster, also sowohl Dark Magician als auch Blue Eyes. Und Fusion, Synchron, Exceed, ja, ist glaube ich klar, ne? Fusion ist für Dunkle Magier und Blue Eyes natürlich cool. Synchro, sehr cool für Blue Eyes. Exceed natürlich mehr für Dunkle Magier. Es ist auf jeden Fall ganz nett. Ja, das waren auf jeden Fall erstmal die Infos zur Tin, aber ja, das Ganze, wo es angekündigt wurde, gab es noch ein bisschen mehr. Ist jetzt nicht so krass vielleicht für euch, aber vielleicht den einen oder anderen wollte ich einfach mal erwähnen. Und zwar, es gibt neue Sammelprodukte, um genau zu sein, gibt es neue Statuen. Und wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Wir sehen hier die Götterkarten. Ja, das sind jetzt natürlich keine Karten, sondern die Monster eben als Statue. Sieht sehr cool aus, sehr nice. Dazu gibt es bisher noch keine weiteren Infos, außer dass sie halt eben kommen, soweit ich mich jetzt informiert habe. Aber was schon bekannt ist, ist der dunkle Magier. Und wir sehen hier den dunklen Magier ebenfalls als Statue. Und dort kann man das Ganze auch schon vorbestellen. Ich meine aber, das Ganze geht nur für die USA und nicht für Europa. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Es gibt hier in den verschiedenen Artworks einmal halt hier jetzt so und dann einmal gibt es den noch mit Statue, also mit Stein unten. Also ihr seht hier schon kaputte Steine. Den gibt es auch nochmal mit heilen Steinen quasi. Aber lustigerweise wird das hier gar nicht gezeigt. Aber wenn wir auf die Website gehen, wo man das Ganze holen kann, kann man das hier sehen. Das hier, na gut, geht halt nicht. Wenn man hier ein bisschen, ah doch, jetzt geht's. Ihr seht hier unten ist halt eben, ja, mehr, ne? Viel, viel, viel mehr. Und ihr seht, oh, da steht sogar, wie lange es geht. Und der Preis, ja, $839. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge Geld. Ist halt wirklich, ja, eine Sammelstatue. Muss man halt mögen. Und wir sehen hier, es gibt noch billigere Varianten, ja, aber sehen halt anders aus, beziehungsweise haben auch andere Sachen drin. Aber ich muss sagen, an sich sieht es natürlich sehr nice aus. Leute, die gerne Statuen sammeln, beziehungsweise Modelle haben, ist es natürlich sehr cool, dass hier sowohl Götterkarten als auch Dunkler Magier hier richtig cool. Es sieht schon episch aus. Das muss ich schon sagen. Also klar, ich würde es mir vielleicht selber jetzt nicht kaufen, aber wenn ich sammle sowas, dann will ich sowas haben. Aber sowas von sieht schon sehr, sehr cool aus. Und ich kann es auch sehr gut vorstellen, einfach so in einer Vitrine oder so. Sieht bestimmt sehr, sehr geil aus. Ja, Leute, das waren die Infos soweit. Was sagt ihr zu den Ganzen? Findet ihr es gut, dass die ersten Karten langsam durchsickern zu der Tinbox? Zeus ist bestätigt. Ich habe ja bereits schon mal ein Video zu der Tinbox gemacht. Und dort habe ich ja gesagt, unter anderem Zeus wird drin sein. Höchstwahrscheinlich. Sicher weiß das natürlich keiner. Und wir haben es bestätigt, Zeus ist drin. Aber wir haben noch sehr viele gute Secret Rares aus den Hauptsets und sogar aus den Nebensets, die hier in diese Tinbox reinkommen könnten. Wie gesagt, klickt einfach mal oben auf das Video dort, ja, besprecht das Ganze, was wahrscheinlich ist, was hier drin sein wird. Bisher sieht es gut
aus, dass wirklich es so kommt, wie viele halt vorhergesagt haben. Und wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr euch freut oder eben nicht und was ihr euch vor allen Dingen wünscht. Was wollt ihr noch unbedingt in der Tinbox haben? Das war's auf jeden Fall jetzt hier von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald!